Wunderschönen guten Morgen aus Geschwand. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Schön, dass ihr so wach seid. Und ich hoffe, ihr habt euch alle auch die Augen richtig ausgewaschen, damit ihr zugucken könnt und uns zuhören könnt, was Interessantes wir euch zu erzählen haben. Mit mir im Studio ist heute Martin Blum. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Hallo und willkommen zu unserer heutigen Präsentation. Tja, was mache ich bei Schmetterling? Ich begleite schon seit vielen, vielen Jahren unsere Argus-Partner bei der Einarbeitung, bei der Schulung und bin zum anderen mit im Vertrieb, betreue dort alle unsere Bestandskunden, den neuen Partner, die zu Schmetterling kommen wollen. Und ich darf heute unseren Vertriebschef vertreten, Steffen Knapp. Hier von der Seite nochmal viele Grüße nach Wien. Er ist dort geschäftlich unterwegs mit Willi Müller. Und ich freue mich auf jetzt hier. Wie lange? Ich gehe davon aus, genau. Eine knappe Stunde, ca. 45 Minuten wird es dauern. Mein Name ist Herbert Konstantin. Die meisten dürften mich auch kennen. Bei uns zuständig vor allem für den Gesamtsupport, für alle Produkte, die wir so vertreiben. Zuständig für die Entwicklung, fürs Business Development im Bereich Technologie und zuständig auch für den Schmetterlinger Konzo, für die Firma und für das Produkt Sky Butler. Also auch von mir nochmal Hallo. Ganz kurz organisatorisch, wie geht es heute ab? Was machen wir? Wir haben gesagt, wir sind schon circa 45 Minuten, wird das Ganze dauern. Wir schaffen das natürlich nicht alleine, der Martin und ich. Wir haben ganz kräftige Kollegen im Hintergrund. Zum einen würde ich vorstellen, das ist die Simone Weber. Die wird heute auch im Chat betreuen, aber die ist vor allem zuständig für die ganz, ganz tollen Präsentationen, die wir dann mit euch immer teilen dürfen. Die Simone, die ist heute im Live-Chat drin, weil die ganz tief im Thema ist. Bitte stellt eure Fragen jederzeit. Sie wird das Ganze beantworten. Zwischendurch werden aber auch Martin oder ich eventuell eingreifen oder eine Frage aufgreifen und live beantworten. Ja. Dennoch ganz wichtig, zuhören, zuschauen und gerne die Fragen am Ende stellen. Wir sind am Ende auf jeden Fall noch da und beantworten eure Fragen. Um was geht es jetzt? Es geht um das leidige Thema Ü3, Ü3 Plus in dem Fall. Ganz, ganz wichtig, es geht immer um Neuabschlüsse. Das heißt, laufende Verträge für eines der Produkte fällt nicht in diese Hilfe rein, in dieses Hilfsprogramm, also nur neue Verträge. Natürlich gelten da auch Upgrades bei bestimmten Produkten. Darauf werden wir später auch nochmal eingehen. Ganz wichtig ist die individuelle Situation. Also wir stellen eine Palette vor, was genau gebraucht wird, muss jedes Büro für sich entscheiden. Und das Ganze ist ganz wichtig, bitte mit dem Steuerberater besprechen. Und um nicht mitschreiben zu können, haben wir Folgendes für euch vorbereitet. Ihr kriegt im Nachgang spätestens morgen eine E-Mail, vor allem eine ausführliche E-Mail mit vielen Produktinformationen, die sehr, sehr wichtig für einen Steuerberater sind, mit dem sie dann darauf eingehen können, was dann letztendlich bezahlt wird oder nicht. Also, Sie müssen nichts mitschreiben. Alles schon aufbereitet. Alles schon aufbereitet. Und Sie kriegen auch noch den Link zu der Präsentation über YouTube und können sich gegebenenfalls das Ganze nochmal anschauen. Nicht vergessen, sagen wir, unsere Annalena Roth, die Leni. Die Leni ist zuständig für die Akademie. Die bereitet die Termine vor, die bereitet hier die ganze Live-Schaltung, die ganze Konferenz vor und die hält auch Martin und mir immer wieder mal das Händchen, weil wir ja ein bisschen am Zittern sind. So, genau. Genug von dem Ganzen. Ich würde sagen, Martin, wir starten. Machen wir. Wer uns kennt, der weiß, wir haben immer eine schöne Präsentation dabei. Nochmal ganz wichtig, wie gesagt, es hängt immer von der individuellen Lage an und bitte nochmal mit dem Steuerberater das Ganze durchgehen. So, Überbrückungshilfe Plus gilt jetzt für den Zeitraum Juli bis Ende September. Dort an den Rahmenbedingungen hat sich nicht viel verändert. Die Summe hat sich geändert. Wir hatten ja in der ersten Überbrückungshilfe 3 eben 20.000, ja, die gefördert werden. Jetzt sind es dann 10.000. Und das für
oder im Vergleich den Umsatzeinbruch von 30% im Referenzmonat zu 2019. Also auch wenn es sich wirklich schlimm anhört und es ist alles noch nicht rosig, ich glaube 30% Umsatzeinbruch sollte jeder haben, da wirklich nochmal das Ganze überprüfen. Wir können sagen, jeder, der mit Argus arbeitet, der kann es ja relativ einfach vergleichen, über Listen ziehen und so weiter. Es ist natürlich, die Situation ist noch nicht rosig, aber wie gesagt, greift zu, der Staat zahlt es. Der Staat würde alles zahlen, was wir jetzt vorstellen, soweit es noch nicht vorhanden ist. Und ich kann euch sagen, das sind alles Produkte, die ihr braucht, die ihr für die Zukunft braucht, um aufgestellt zu sein. Wir haben hier nochmal einen Ausschnitt aus dem Originalgesetzestext vom Bundeswirtschaftsministerium, wo nochmal alles drinsteht. Es geht zum einen in diese Investitionen in Digitalisierung, einmal bis zu 10.000 Euro. Dann gehört dazu digitales Marketing, Buchungs-, Reservierungssysteme, Warenwirtschaftssysteme, diverse Lösungen, Homeoffice, gerade heutzutage gang und gäbe. Genau, auch die Kompetenzworkshops, die jetzt hier neu mit dazugekommen sind. Das heißt, wenn Sie dann die Schulungen, sei es als Webinar, individuelles Webinar oder eben auch eine Präsenzschulung bei Ihnen vor Ort buchen wollen, all das kann dann auch mit abgesetzt werden. Also da Chance bitte nutzen, genau. Zugreifen. Also wir haben das alles wirklich herausgehoben und das sind wirklich diese Punkte aus dem Gesetzestext, die wirklich wichtig und entscheidend sind. Und sollte Ihnen was fehlen im Büro für die Zukunft, genau hier, wie gesagt, darauf eingehen. Wir sehen jetzt ganz kurz, ich springe mal rein, wir haben hier Lucia Brandl sagt, geht die Ü3 Plus laut Beschluss von gestern nicht bis 31.12.21? Da muss ich sagen, wir haben jetzt einen Stand Dienstag. Dienstag haben wir unsere Präsentation abgeschlossen. Stand Dienstag ist 30.09. Einreichung 31.10. Natürlich, wenn sich das geändert hat, dann gilt das Neue. Aber wir reden jetzt über das, was wir wissen, wo wir im Thema sind. Stand 30.09. Genau, aber ja, Lucy Brandl hat recht. Heute Morgen in den Nachrichten hatte ich mal neben dem Guten Morgen Gewusel von meinem Sohnemann was gehört. Wenn da nachgelegt wurde, dann informieren wir da natürlich von unserer Seite. Also das ist ganz klar. Dann haben wir da nochmal Abgabefrist, Förderzeitraum Januar, Juni ist. Ja, Förderzeitraum Januar, Juni, das ist auch 30.09., das ist richtig. Aber da bitte nochmal mit dem Steuerberater erklären, ob das nicht zwei verschiedene Anträge sein müssen. Ich glaube, das müssen zwei verschiedene Anträge sein. Das eine ist Ü3, das andere ist Ü3 Plus. Das heißt, Ü3 muss abgegeben werden bis 30.09. Ü3 Plus stand Dienstag, der 31. Oktober. Von daher das auf jeden Fall getrennt betrachten. Das, getrennt betrachten, das ist auf jeden Fall so. Das ist tatsächlich ein Fakt, weil das verschiedene Töpfe sind, verschiedene Beträge sind und verschiedene Antragsmöglichkeiten. Wir sprechen jetzt, haben wir ja gerade gesehen, 30% Umsatzrückgang im Ü3 ging es ja um bis zu 70% und so weiter. Genau, dann im Detail. Was bedeutet das für Ihr Büro? Einmal die Investitionen bis zu 10.000 Euro, die eben gefördert werden können. Wofür? Vereinfachung, Optimierung von Arbeitsprozessen, dass die Abläufe ganz einfach in Ihrem Alltag durch bestimmte Softwareprodukte aus unserem Haus, dass da optimiert werden kann. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den OTAs. Auch da, dass sie da im Netz, im Web besser vertreten sind. Da haben wir unsere Möglichkeiten und natürlich intelligente Techniken für besseren Service. Da brennt Herbert für ein bestimmtes Produkt, was genau. Er dann zum Schluss dann auch nochmal direkt vorstellen wird. Klar, digitale Organisation, Digitalisierung, sämtliche Belege, Dokumente, Unterschriften, all das bei uns in einem ganz, ganz tollen Paket. Und klar, Zeit, Standort, unabhängiges Arbeiten. Viele haben da ja schon umgestellt im Lockdown. Wer es jetzt noch nicht getan hat,
auf die einzelnen Produkte zu setzen. Nutzen Sie die Möglichkeit, nehmen Sie das in Anspruch, sofern es möglich ist. Ja, ist ja auch nicht immer der Fall. Und profitieren einfach davon. Genau, also gerade standortunabhängiges Arbeiten ist für viele ganz wichtig heute geworden. Nicht mehr jeder sitzt den ganzen Tag im Büro, der sitzt daheim oder jeder ist unterwegs, der ist mal beim Kunden oder beim anderen Kunden. Natürlich auch eine digitale oder eine Webinar-Präsentation mit dem Kunden ist heute auch gang und gäbe. Da gibt es verschiedene Produkte. Wir werden Ihnen später auch was dazu vorstellen. So, um das Ganze in einem schönen Schaubild ein bisschen darzustellen, haben wir diese ganzen Produkte in den normalen Arbeitsprozess eines stationären Reisebüros eingebaut, um dann jeweils zu erkennen, und das erkennt dann auch der Steuerberater, warum brauche ich genau dieses Produkt, wo und wie setze ich das ein, und genau mit diesem schönen Schaubild stellen wir das dar. Marin, kannst du mal kurz anfangen? Genau, Online-Kampagne, ja, am Anfang steht das Online-Marketing, das E-Mail-Marketing von unserer Seite mit den jeweiligen Produkten, einmal go for it. Das heißt, damit ja, füttern Sie den Kunden an oder machen sich dann auch mit dem jeweiligen Produkt interessant. Dann geht es über mit zum Planen der Reise. Dann hier das Produkt Holiday Offer von ADG, wo ich vorhin schon meinte, da brennt Herbert ganz besonders stark, dass da Ihre Ressourcen schonen kann. Ja, und für Sie die Arbeit übernimmt, dann klar mit Quadra, mit unserem, mit der Homepage, mit den jeweiligen IBEs, die Sie da unterstützen, dann greift auch wieder Holiday Offer mit ein, klar, vor allem im Beratungsprozess. Und wir sehen ja auch in der unteren, im unteren Bereich Microsoft 365, ja, jeder kennt es natürlich, auf dem Rechner muss da ein Betriebssystem installiert sein. Und man muss sich da immer wieder plagen mit bestimmten Updates. Microsoft 65, damit ist alles passé, aber Details gibt es später. Genau. Xena, Neo und Argus sind dann noch mit drin. Das ist alles genau, das ist genau auf den Arbeitsablauf abgestimmt. Und zu diesen ganzen Produkten kommen wir später. Sollte jemand irgendwas nicht haben, das ist förderbar. Und ich sage es jetzt schon mal zwischendurch, ich werde mich nochmal wiederholen. Sie können hier eine Rechnungsstellung von 12, von 24 oder sogar 36 Monaten verlangen, also im Voraus bezahlen. Das wird gefördert und bezahlt vom Staat. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen für die nächsten 3 Jahre diese ganzen Produkte schon bezahlt vom Staat. Das ist genial. Lasst das Geld nicht liegen, weil Steuern zahlt ihr alle genug, zahlen wir alle gemeinsam genug. Das wäre schade drum. Genau. Das Ganze seht ihr dann, das kriegt ihr als E-Mail auch und dann könnt ihr euch nochmal kurz damit auseinandersetzen. Jetzt haben wir ein paar, so 2, 3 Schaubilder mit ein paar Prozentzahlen. Das ist uns wichtig, euch das auch nochmal aufbereitet zu zeigen, zu sagen, Online-Nutzung nach Altersgruppen, wer hätte das gedacht? Welche Altersgruppen, wie lange schon unterwegs sind? Also selbst der über 70-Jährige, Stand 2020 mit 53%. Ich glaube oder ich bin davon überzeugt, würden wir das Jahr 21 nehmen, da hätten wir beim 70-Jährigen schon 75%, beim 69 bis zu 69-Jährigen auch schon fast 90%. Also jeder, man kann sagen jeder, nicht jeder ist geimpft, aber jeder ist im Internet unterwegs und das sollte man wirklich nicht aus den Augen verlieren. Also Mobilität, Online-Nutzung, die ist sehr hoch. Genau, auch wenn es gezwungen war, ja, jeder war klar durch die Beschränkung gezwungen, das Web zu nutzen, aber wir profitieren alle davon. Ja, von daher dann in dem Zusammenhang bitte auch, wir werden es später dann mal sehen, im Detail die einzelnen Produkte, das Ganze nutzen. Ja, hier haben wir auch nochmal, das führt euch zu Gemüte, wenn ihr die E-Mail kriegt. Da geht es ja wirklich um Online-Nutzung, um interaktive Online-Nutzung. Das versteht man, wenn man sich das genau anschaut, genau im Bereich Reisen und Touristik, was welche Bereiche das gesamte Leben ist. Das Ganze abdeckt. Ja. Sehr interessant ist das nächste Schaubild, das zeigt Ihnen nochmal, wie viel Prozent heutzutage sich zumindest online informieren, die Reise online planen.
Und ich glaube, das weiß jeder von euch, der Kunde kommt oft rein, der ist sehr, sehr gut informiert. Der kennt oft die Flugdaten, die Flugverbindungen. Der kennt das Hotel, der hat schon Hotelbewertungen gelesen in diesen ganzen Trust Reviews, die es gibt oder Holiday Checks. Ja. Der ist super informiert, aber hallo, macht euch das ein, das ist euer Vorteil. Das nehmt ihr mit, das erspart euch Zeit und genau. Wenn jemand damit kommt, 68% ist Stand letztes Jahr schon bereits online vorher informiert. Und was macht der Kunde, Martin? Tja, im Moment, viele noch zu Hause, haben Zeit, sitzen am Rechner, sind im Homeoffice und ja, wie wir es hier schon sehen mit dem schönen Schaubild, er ist im Kopf schon weg. Ne? Klar, im Moment alle noch ein bisschen verunsichert, wissen noch nicht genau, was erwartet mich, wenn ich wieder zurückkomme, aber der Kunde möchte verreisen. Und von daher Möglichkeit nutzen. Ganz interessant, und das ist das letzte Schaubild in der Richtung, ist der Vergleich momentan im Bereich, was wird online gebucht, was wird stationär gebucht. Die Online-Buchungen gehen zurück. Die Chance des Stationären ist da, der Stationäre ist immer noch da, weil der hat vieles richtig gemacht. Der war da, der war in den harten und schweren Zeiten da. Und wir wissen von vielen Reisebüros, die sogar Onliner beraten haben, die Online-Kunden beraten haben, die im Online-Bereich nicht weitergekommen sind, weil telefonisch keiner erreichbar war, weil die Antworten nicht zufriedenstellend war. Das heißt, also 6 bis 7% gehen momentan zurück. Also da wirklich nicht resignieren. Das stationäre Reisebüro hat nach wie vor Zukunft. Davon sind wir überzeugt, weil sonst würden wir auch nicht dastehen. Genau. Aber ich würde sagen, jetzt genug zu diesen ganzen Schaubildern. Das könnt ihr euch in Ruhe anschauen, nochmal in der Nach-E-Mail. Wir gehen jetzt in unsere Lösungen hinein. Wir zeigen ein bisschen erstmal den Überblick und gehen dann auf jedes dieser Produkte kurz ein, damit man schon mal weiß, um was genau es geht. Dann starten wir mal mit GoForIt. Starten wir mit GoForIt, unserer ja, Omnichannel-Lösung für alle unsere Schmetterlinge. E-Mail-Marketing, das Ganze wichtig in Ihrem Namen, mit Ihrem Absender und mit Ihrer Reisebüro-Domain. Ja, es gibt ja Lösungen anderer Kooperationen, anderer Anbieter, wo das Ganze dann leider doch nicht so läuft, wo man so ja, seine Identität auch verliert. Genau. Muss man einfach sagen. Ja. Und hier mit GoForIt ist das eben nicht der Fall. Ja. Marketingplattform, Werbematerialien für das Social Media. Alles wird von unseren Marketingprofis aufbereitet, jedes E-Mail-Marketing professionell eben erstellt, geht dann im Zusammenspiel mit Argus. Ja, das ist mit Voraussetzungen, dass Argus mit auf ist, die Kundenverwaltung, weil dort findet ja jede Verwaltung statt. Ja, und auf Basis dieser Daten geschieht dann automatisiert das Mailing. Sie können jederzeit das Ganze auswerten, sehen genau, wie sind die Klickraten. Also da auch ganz, ganz tolles Feedback. Genau. Das Ganze im sogenannten, im Real-Time kann man das Ganze sehen. Wie war der Versand? Wie viele E-Mails haben wir versendet und so weiter? Und ganz wichtig, ich gehe nochmal drauf ein. Der erste Punkt. Also es ist nicht eine zentrale Versandadresse. Der Kunde, wenn er auf ein Angebot klickt, landet nicht auf irgendeiner zentralen Homepage mit einer Subdomain, sondern er landet immer auf Ihrer eigenen Domain, auf Ihrer eigenen Homepage, die auch mit von Ihnen gepflegt wird, wo auch Ihre Daten hinterlegt sind, wo Bilder von Ihnen, wo die Mitarbeiter sind. Der Versand der E-Mail ist immer in Ihrem Namen, im Namen des Reisebüros und der Absender ist immer die E-Mail-Adresse des Reisebüros. Nicht eine zentrale E-Mail-Adresse, das betonen wir immer genau. Wieder. Das unterscheidet uns und unsere Lösung zu anderen Lösungen vom Marktteilnehmer, die wirklich hier nur auf zentrales Marketing aus ist. Und was dann passiert, wo dann die Kunden am Ende abwandern, darauf gehen wir jetzt nicht ein. GoForIt für die Schmetterling-Kooperation. Es gibt keinen Grund, da nicht teilzunehmen. Wer sich schon mal mit E-Mail-Marketing auseinandergesetzt hat oder mit Marketing, der weiß, wie teuer das ist.
wie lange und aufwendig das ist aufzubereiten. Wir machen alles für euch. Wir hatten jetzt eine Anlaufphase. Ab 1. Oktober verlangen wir hier einen ganz kleinen Betrag von 14,90 pro Monat. Bloß, wenn Sie wissen, was Marketing kostet, wenn Sie sehen, was Sie dafür bekommen und welcher Aufwand dahinter steckt und so weiter. Das darf man nicht vergessen. Wir haben natürlich auch die Nicht-Schmetterling-Kooperationspartner nicht vergessen. Die müssen aber Argus haben. Und was kriegen die dann, Martin? So, da natürlich eigentlich das Identische, ja, was unsere Schmetterling-Partner bekommen. Auch da wieder das E-Mail-Marketing in ihrem Namen, mit Ihnen als Absender, mit der Reisebüro-Domain. Und das Ganze eben zu einem ganz, ganz tollen, zu einem Top-Preis. Genau. Auch da die Pakete. Wie oft geht ein Mailing raus? Ein Mailing geht in dem Fall auch einmal im Monat raus. Inzwischen können wir sagen, wir haben über 300 GoPoint und Argus Performance Kunden und wir schreiben im Schnitt ca. 400.000 Endkunden an. Hier nochmal ganz kurz, wie gesagt, das ist für Nicht-Schmetterling-Kooperationspartner, das ist völlig unabhängig, von welcher Kooperation Sie kommen. Und wenn Sie jetzt aber sagen, aber ich habe eine zentrale Kooperationsseite, wie es zum Beispiel bei TUI Travelstar der Fall ist oder bei Alpha Schau ins Land oder gegebenenfalls ja auch bei Best oder so. Sie kriegen in dem Fall eine Subdomain von Ihrer Hauptseite. Die Subdomain ist notwendig, um das Ganze technisch darstellen zu können. Und Sie stellen sich hier trotzdem mit Ihrer eigenen Domain, mit Ihrem eigenen Logo dar. Es kommt nichts von Schmetterling vor. Es kommt keine E-Mail von Schmetterling, sondern es wird immer in Ihrem Namen des Reisebüros versendet und Sie verlieren niemals, nie Ihre Identität. Schmetterling hat da gar nichts verloren. Wir bereiten nur die Texte vor, genau, die E-Mails vor und versenden sie in Ihrem Namen mit Ihrer Domain und Sie als Absender. Also auch hier einfach mitmachen. Es wird finanziert. Das ist ein absolutes Ü3-Plus-Thema. Können Sie auf 12, 24, 36 Monate sich dran binden. Zahlt der Staat. Warum nicht hinlangen? Genau. Ich glaube, wenn uns der Bundesfinanzminister jetzt zuhören würde, der würde uns, glaube ich, steinigen, aber mein Gott, so ist es im Leben. Wahrscheinlich. So, Thema Digitalisierung. Wir hatten es vorhin schon gesehen, Microsoft 65. Ich glaube, die Probleme, die man mit einem veralteten Betriebssystem auf dem Rechner hat, da braucht man gar nicht großartig drauf eingehen. Das kennt jeder. Wir schauen uns jetzt die Vorteile an. Genau. Ne? Gehen darauf ein. Was ändert sich? Ja, Sie haben eine bestimmte Nutzeranzahl. Sie können diese Nutzeranzahl auch jederzeit aufstocken. Das heißt, wenn Sie sagen, jetzt bin ich aber nur zu zweit im Büro, dann nehmen Sie zwei Nutzer. Ganz wichtig ist, Sie kriegen das gesamte Paket dazu. Und was machen wir gerade jetzt? Teams. Das Ganze wird über Teams organisiert. Ist in jedem Munde. Teams ist mit dabei. Teams führt auch dazu, dass Sie vielleicht Ihren Endkunden damit beraten können. Natürlich, wir wissen, es gibt einzelne Hersteller von irgendwelchen Videoprogrammen und Online-Programmen, ja, aber hier ist all in one. Sie können sich super organisieren, Sie haben bestimmt schon gehört, sharen, Sie können Dokumente sharen, Sie können Dokumente teilen, Sie können Dokumente viel leichter abspeichern, Sie haben kein Speicherplatzproblem, das ist auch ein ganz Riesenthema, weil Speicherplatz kostet Geld. Das ist ja im Technikpaket zum Teil begrenzt. Hier ist das Ganze unbegrenzt. Hier nochmal ein kleiner Hinweis. 15.09. um 16 Uhr gibt es eine eigene Präsentation zum Thema Microsoft 365. Das macht dann der Steffen Knapp und ich. Und wir haben unseren absoluten Spezialisten zu Microsoft 365 dabei, der Markus Reichenberger, auch aus unserem Hause, der die Installation und der am Anfang mit begleitet. Der ganze Support findet auch durch uns statt. Sie müssen sich also nicht durch irgendwelche Chats nach Amerika quälen und so weiter. Ganz, ganz tolle Sache. Wir haben mit Microsoft 365 als Schmetterling, als Kooperation gestartet, schon im Januar 19, also noch vor der Pandemie. Und es war unsere große Rettung, weil dadurch sind wir wirklich top durch die Zeit gekommen. Und auch wenn man am Anfang sagt, boah, neues Thema, müssen wir es machen. Das ist so leicht, sich einzuarbeiten. Das ist kinderleicht, webbasiert, von überall erreichbar und so weiter.
Genau, das heißt, wie Herbert schon gesagt hat, der Support findet bei uns statt. Und durch die Umstellungen, die wir ja schon in 2019 gemacht haben, ist natürlich oder sind die Kollegen aus dem Technik-Support darauf top vorbereitet, ja. Kennen eigentlich schon alles, was da so passieren kann, wurden von uns klar genervt. Jede Umstellung ist erst einmal ja, mit ein bisschen Sand im Getriebe, ja, aber danach profitieren wirklich alle davon. Genau. Also auch hier nochmal sehe ich eine Frage im Chat, wie sind die monatlichen Kosten? Alles findet sich auf der go-suite.com-Seite. Da gibt es zu allen Produkten, wir sagen das am Ende nochmal, gibt es zu allen Produkten Hinweise, da gibt es die Kosten, da kann man direkt bestellen, beziehungsweise dann natürlich sich an Vertrieb wenden. Also Kosten kann man da sehen, da gehen wir jetzt teilweise ein, aber eigentlich gehen wir jetzt in der Präsentation nicht ein. So, Martin, dein Steckenpferd kommt. Oh, Argus. Ich bin ruhig. So, Argus. Argus, unser Mit- und Backoffice-System. Jetzt hier neben diesen Stichpunkten, die dort genannt werden, was mir besonders wichtig ist, ist die Verzahnung sämtlicher Produkte aus unserem Haus. Angefangen, sei es jetzt im Beratungssystem Xena. Thema Pauschalreiserichtlinie ist vielleicht auch schon wieder ein bisschen im Hintergrund geraten, aber Formblätter. Ja, das Formblatt wird aus Xena heraus verschickt. Der Kunde kann das dann zu Hause bei sich digital signieren. Wo landet das? Natürlich im Argus. Ja. Dort haben Sie Ihre gesamte Kunden- und Vorgangsverwaltung sowie auch die Buchhaltung. Oder Thema Neo, Reisebestätigung. Ja, der Kunde sitzt nicht mehr im Büro, sondern er ist zu Hause. Also, Sie nehmen das Ganze auf Option, schicken ihm die Reisebestätigung per Link zu, per Mail. Und auch da signiert er das Dokument zu Hause. Und auch das landet dann wieder im Argus. Ne? Also dezentrales Arbeiten, Digitalisierung, einfach vor allem, einfach und schnell. Schnittstellen zu sämtlichen IBEs oder eben auch zu den einzelnen CRS-Systemen. Klar haben wir Verwaltung Kundendaten. Wir haben ein riesiges Reporting, worüber Sie jeden Cent, der irgendwo generiert wurde, 10-mal umdrehen können, um den dann entsprechend zuzuordnen. Und was ich auch mal ganz hervorheben muss, ist dann auch das Support-Team bzw. das Technik-Team dahinter. Wie schnell die Kollegen, wo es dann darum ging, sich die Auswertungen für die Überbrückungshilfe zu ziehen, reagiert haben, haben die Excel-Listen, die Reportings, alles blitzsauber angepasst, sodass sie das eben schön und einfach ziehen konnten und entsprechend einreichen konnten. Also da mit Argus wirklich up to date und auch ganz wichtig, Herbert hat es ja gesagt, für alle, die Argus schon haben, klar können wir das nicht mehr mit einbringen, aber für die, die jetzt aktuell, sagen wir nur, das Mid-Office-Paket nutzen und dann erweitern wollen auf die Buchhaltung, das kann wieder mit eingereicht werden. Und zusätzlich zu dem Ganzen haben wir ja die wie schimpft sich das? Die Kompetenz, Workshops, ja, die Schulungen. So, das heißt, jemand, der jetzt umstellen will auf die Buchhaltung, hat die große Chance, sich die Schulung, egal ob jetzt ein Tag, zwei Tage oder ich war auch schon mal eine ganze Woche, ja, in dem Büro und habe mir da die ganzen Prozesse angeschaut. All das kann oder die Kosten dafür übernimmt Partner Staat. Also nutzt die Möglichkeit, setzt auf ein topmodernes System. Einfach in der Handhabung. Jetzt hier vielleicht nochmal kurz zur Buchhaltung. Alle oder die großen Veranstalterabrechnungen, all das kommt als Datei, wird eingelesen. Argus nimmt die Vorkontierung vor. Sie schauen nochmal drüber und sagen dann, passt. Ja. Und bei einem großen Veranstalter, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, aus verschiedenen Gründen, wenn man da vielleicht 2-3 Stunden zuvor über eine Abrechnung saß, ja, weil jeder Vorgang 1000-mal hin und her gebucht wurde, dauert das jetzt 20 Minuten. Ja? Und das trifft eben da für alle Veranstalter zu. Genau, papierloses Reisebüro, das will ich mal sagen. Ja, die gibt's. Wir kennen viele Reisebüros, die inzwischen papierlos arbeiten. Und das hat uns auch immer wieder weiter angespornt, die Zusammenarbeit mit solchen Reisebüros.
dass wir Argus dann wirklich dazu führen, dass das sogar möglich ist, papierlos zu arbeiten. Dafür, da tun wir auch noch was für die Umwelt und machen einen grünen Haken dran. Ja. Ja, was haben wir noch? Wir haben das All-in-One-Paket. Sollte jemand das nicht haben, das ist alles eigentlich, was ein Reisebüro zum Arbeiten benötigt. Alles auf einer Webplattform, alles webbasiert. Die Zugänge sind unbegrenzt, das heißt, unabhängig wie viele Mitarbeiter im Reisebüro sind, können das System nutzen. Im Gegensatz zu manchen anderen Systemen, die pro Arbeitsstelle einen Betrag X verlangen. Von daher, wie gesagt, unbegrenzt. Und wenn Sie heute nur allein zu zweit oder vielleicht zu dritt sind, aber das Geschäft läuft an, auf einmal sind wir zu viert, zu fünft, da werden einfach nur noch die Namen nachbenannt. Das kongeniale Reservierungssystem Neo, also da sind wir wirklich meilenweit wirklich auch sehr, sehr gut auf Augenhöhe mit einigen Marktbegleitern. Dann haben wir natürlich die Homepage, das ganze Quadra. Jetzt sagt der eine oder andere, Quadra ist aber auch schon in die Jahre gekommen. Ja, und deshalb haben wir Go for It mit dem neuen Quadra und es wird nach und nach auch für andere kommen. Und die IBE, die dann im Online-Bereich auf Quadra geschalten ist, das Pendant zu Xena ist Urania, da kann drüber durchgebucht werden, vor allem wenn sie später mit Holiday Offer von Adigi arbeiten. Also, dein Thema. Genau. Kommt glaube ich, gleich. Also auch hier, wie bei fast allen, go-suite.com. Und hier finden Sie auch weitere Details zu diesem Produkt. Also auf go-suite finden Sie so gut wie zu allen Produkten, die wir gerade ansprechen, weitere Details, Informationen, teilweise kleine Videos und natürlich die Preise. So, jetzt habe ich schon mal angesprochen, Holiday Offer, der digitale Reiseberater. Was ist das? Viele beschweren sich heutzutage und sagen sich, ich komme gar nicht mehr nach, meine Mitarbeiter sind weg, die haben mich während Corona verlassen, ich kriege die nicht mehr her oder ich will es mir vielleicht gar nicht mehr herkriegen, aber ich kriege Nachfragen. Die Nachfragen liegen bei mir am Tisch schon seit Tagen. Es ist halt immer die Frage, ist der Kunde bereit, auf eine Anfrage so lange zu warten? Deshalb gibt es von der Firma Digi Holiday Offer. Das ist halt der geniale, das ist die intelligente Lösung für jeden, der sehr viele Anfragen hat, vor allem im Bereich Pauschalreisen. Ja. Nochmal ganz wichtig, es gilt nicht für irgendwelche Bausteinreisen, Rundreisen, die ich alleine durch USA, Australien planen will, das kommt auch alles wieder, sondern es gibt die typischen Pauschalreisen. Jeder von euch weiß ungefähr, wie viele Pauschalreisen er hat oder macht. Und hier kann ich, wie ich im vierten Punkt sehe, vielfältige Einsatzbereiche verschieden arbeiten. Das heißt, Holiday Offer ist zum einen auf Ihrer Quadra-Seite, auf der Homepage, auf der GoSuite-Seite, GoForIt-Seite, Entschuldigung. Also hier kann ein Kunde online einfach seine Wünsche eingeben. Aber Sie können auch selbst, wenn Sie die Anfrage per E-Mail oder Telefon von Ihrem Kunden kriegen, gegen diese Maschine einfach reinschreiben und Sie kriegen eine Antwort im Schnitt in circa 15 Minuten. Dann kann man rückfragen und so weiter. Das muss man einfach austesten. Das ist wirklich genial. Die Maschine, die merkt sich alles. Das heißt, alle Anfragen, die zusammenhängen, bis hin zu einer gegebenenfalls zu einer Buchung. Also da kann man 30, 40 Mal fragen. Ich will jetzt nach Fuerteventura und danach kommen drei Angebote. Dann sagt der Kunde, aber jetzt will ich doch vielleicht Türkei. Nee, doch vielleicht Ibiza. Alles kann man dadurch machen. Warum diesen kleinen Spielraum? Weil wir wollen ja mit den OTAs, Online Travel Agencies, mithalten. Wir müssen schnell reagieren. Aber wir haben eine Auszeit fürs System, die ist in der Regel nachts, damit der Kunde nicht irgendwie einen Eindruck hat, dass irgendjemand irgendeinem fernen Land da arbeitet, sondern wie es halt nun mal üblich ist, gibt es auch Ruhezeiten in Deutschland, die sind meistens nachts, aber 7 Tage die Woche ist das Ganze einsetzbar, macht die Anfragen viel schneller zu buchen, weil die Anfrage wird schnell beantwortet, der Kunde ist zufrieden. Die meistgelesene Antwort auf eine schnelle Reaktion ist, boah toll, das ging aber schnell, aber ich habe noch die Fragen, dann werden diese Fragen bearbeitet. Im Hintergrund ist ein intelligentes System, was das Ganze auf einer Traveltainment
XML-IBE abfragt. Das heißt, alles Real-Life-Daten, alle Veranstalter. Und wenn Sie dann am Ende sagen, ja, aber den Veranstalter will ich nicht haben, den kann man ausschließen. Oder am Ende, wenn Sie die Buchung festmachen, weil die müssen Sie persönlich festmachen, außer der Kunde bucht dann auf der IBE auf Ihrer Seite durch, können Sie immer noch sagen, lieber Herr Müller, wir nehmen heute nicht Veranstalter X, wir nehmen heute Y, weil da ist die Leistung viel besser. Also auch das nochmal, 16.09. um 16 Uhr gibt es eine Präsentation nur zu diesem Thema, auch mit dem Chef und Inhaber von der Firma Adigi, der Holiday Offer geschaffen hat, um 16 Uhr. Das wird dann Steffen Knapp und ich begleiten. Kann ich jedem ans Herz legen, ist für mich heutzutage eins der schönsten Spielzeuge. Das nimmt euch Arbeit weg, das entlastet euch und ihr könnt euch um andere Sachen, um die schwierigen Anfragen besser kümmern. Herbert brennt. Ich brenne. Auch eines ganz wichtig, ihr werdet immer mitgenommen. Das heißt, die gesamte Kommunikation kann nachvollziehen werden und ihr könnt auch jederzeit eingreifen. Wenn man jetzt sagt, ah, Moment, an der Stelle, hier, den Michael Huber, ja, das ist doch hier von meinem Golfclub, ja, jemand, den betreue ich dann doch mal selber. Ja, ruft ihn mal direkt an. Also da immer die Möglichkeit, direkt einzugreifen und das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Genau. Also es kann ein 100% Automatismus sein, aber es kann jederzeit unterbrochen werden, weil Sie immer bei der E-Mail am Kunden in CC sind und immer verfolgen können, was da passiert. Sie können es laufen lassen oder Sie greifen ein, wie Martin schon sagte. Schaut euch das an. Ja. Das ist das Ding der Zukunft. Das entlastet euch, das nimmt euch ein bisschen Last von diesen vielen Anfragen, die manchmal nervig sind. Wir kennen das, wie das ist. Ich will nach Fuerteventura, nein, vielleicht doch in die Türkei, nein, dann doch nach Ibiza, nein, nach Mallorca und so weiter. Und hier ist eine Maschine im Hintergrund, die einfach alles runterrattert. Das ist der Maschine wurscht, die nervt nicht. Ja. Nächstes Thema. Kompetenzworkshops hier über unsere Schmetterling-Akademie hatte ich ja schon erwähnt. Ja. Da auch bitte die Möglichkeit nutzen, individuelle Webinare zu vereinbaren oder einfach mal auf unsere Akademie-Seite gehen, schauen, was haben wir denn da im Angebot an professionellen Schulungen zu unseren Produkten oder eben individuell. Die effektivste Schulung, ich betone es nochmal, ist immer die Präsenzschulung bei Ihnen im Büro. Ja, weil dann kann man ganz genau schauen, okay, wie sind denn die entsprechenden Abläufe, wo können wir da am besten nachhaken, dann vielleicht nochmal die eine oder andere Idee, auf die man so gar nicht kommen würde. Ja, weil auch diese Präsenzschulungen sind jetzt absetzbar. Also da bitte auch nutzen, gerne informieren auf der Akademie-Seite über die einzelnen Produkte. Und da ebenfalls durchstarten. Genau. Aus dem Chat nehme ich jetzt noch zwei Fragen mit. Das eine, der Jens fragt, gibt es über Holiday Offer ein Video, da wir am 16.09. nicht teilnehmen können? Ja, auf der GoSuite-Seite gibt es ein Video unter dem Thema Holiday Offer und dann kann man das Ganze sich nochmal anschauen. Die Annette fragt, kann ich Holiday Offer mit Pax Connect kombinieren. Simone hat schon geantwortet, ja, das sind zwei Systeme, aber Sie müssen das nicht kombinieren, weil Holiday Offer schickt ja bereits diese Anfragen an den Kunden, der die eigentlich genauso aufbereitet bekommt, wie Sie das jetzt über Pax Connect machen würden. Das heißt, das ist eine ganz andere Geschichte. Also das ist Pax Connect hoch technologisiert, ne? Da brauchen Sie nicht mehr mit Pax Connect eingreifen. Pax Connect können Sie gerne ja weiterhin behalten. Übrigens auch ein Produkt, das in die Ü3 Plus reinfallen würde. Wir gehen aber heute nicht mehr näher darauf ein. Also Holiday Offer schickt ja dem Kunden bereits die Angebote mit Bildern, mit allen Daten, mit allen Preisen, mit allem, was hinterlegt ist in einem Bistro- oder Xena-System, was der Veranstalter eben zur Verfügung stellt. Und wenn er auf ein Angebot klickt, kann er das durchbuchen auf der IBE, die hinterlegt ist auf ihrer eigenen Homepage. Also von daher ist hier Pax Connect nicht notwendig. Genau. Martin. Dann nochmal, wer jetzt noch
ja, Detailinformationen zu den einzelnen Produkten haben möchte, einmal bitte auf go-suite.com. Dort haben wir alle Details für Sie aufgelistet, die Einzelpreise. Und nutzen Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie jetzt sagen, zu einem bestimmten Produkt möchte ich bitte nochmal individuell beraten werden. Dankeschön. Ja, wir zeigen Ihnen das gerne live im System. Ich rufe Sie an, wir vereinbaren einen Termin, schalte mich dann mit auf Ihren Rechner und dann gehen wir alle Detailfragen durch. Genau, wichtig nochmal, wie gesagt, diese ganzen Jahresrechnungen, die man stellen können, die absetzbar sind, 12 Monate, es sei es auf 24, 36. Das gilt für alle gezeigten Produkte. Stand Dienstag nochmal hier, 30.09. Sollte sich das geändert haben, Ü3 Plus natürlich der neue Stand. Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch weitere Präsentationen zum Thema halten. Wir hatten einige Fragen, die wurden direkt beantwortet von Simone, beziehungsweise haben wir die hier live mitgenommen. Wir stehen gerne noch ein bisschen da und sind für euch da. Sollten noch Fragen sein, einfach reinschreiben. Ansonsten die E-Mail abwarten. Da ist alles nochmal drin. Auf die GoSuite-Seite gehen, den Vertrieb anrufen, den Martin direkt anschreiben, mich direkt anschreiben. Wir können euch zu allen Produkten irgendwas sagen. Es gibt Webinare. Webinare sind sowas Ähnliches wie Schulung Light zu allen Produkten. Das ist auf der Akademie-Seite hinterlegt. Da können sich die Produkte im Einzelnen auch nochmal erklären lassen. Bei einigen Produkten gibt es vielleicht sogar leichte Testphasen von bis zu 4 Wochen. Das kommt aufs einzelne Produkt drauf an, aber letztendlich sind alles Produkte, von denen wir überzeugt sind, die tausendfach schon im Umgang sind. Allein Holiday Offer ist allein bei Schmetterling schon über 200 Mal, also über 200 Büros haben das schon bestellt und wir haben wirklich das Feedback, dass 60% der Anfragen über Holiday Offer zu buchen werden, einfach ohne irgendwas dazu zu tun. Das läuft einfach das Geschäft nebenbei rein. Frage, Thema Schadensausgleich, ob wir was zum Thema Schadensausgleich sagen können? Nein, weil wir jetzt im Bereich unserer Produkte sind und handeln. Da bitte nochmal mit dem Steuerberater Rücksprache halten. Genau. So, es kommen keine weiteren Fragen. Wir sind mit 45 Minuten eigentlich genau, wo wir sein sollten, wollten. Ja, gut in der Zeit. Ansonsten wünsche ich jedem einen erfolgreichen Arbeitstag, erfolgreiche Wochen und es kommt wieder, alles kommt wieder. Definitiv. Das ist eine geile Sache, in der wir arbeiten in der Touristik. Lasst euch das nicht vermiesen, auch wenn es schwierig ist. Es wird anders, aber es geht auf jeden Fall weiter und mit den Produkten werden Sie bestens unterstützt. Von daher vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich hier genommen haben und ich bin mir sicher oder ich freue mich dann, von dem einen oder anderen auch direkt zu hören und da nochmal zu unterstützen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.